Das Spiel startet in wenigen Sekunden. Planetary Annihilation mit mir, Dennis, und sonst niemandem. Hab mal wieder ein kleines Free-for-All mit ein paar mir nicht bekannten Leuten. Das ist nämlich auch mal wieder ganz schön. Da kann man ein bisschen freier hier arbeiten. Und ich kann mich vielleicht auch ein bisschen besser konzentrieren, weil nicht ständig jemand mich voll labert. Lelouch. Nein, mit dem spiele ich ja gleich auch wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Ein Thema für eine andere Episode. Genau, jetzt geht's hier erstmal gegen Glalschall und wie heißen sie noch? Die anderen, Shizumu, das kann man aussprechen, und Jim 97850, der sehr lange geladen hat tatsächlich die ganze Zeit. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass der vielleicht irgendwie ein bisschen Verbindungsprobleme hat. Weiß nicht so genau. Möglich ist es auf jeden Fall. Genau. Wir spielen auf vier Planeten. Ich weiß nicht genau, wer auf welchem Planeten gestartet ist. Weil wir konnten auf allen starten. So. Ja genau, müssen wir mal schauen so ein bisschen. Was jetzt hier abgeht. Kann sein, dass ich hier alleine bin. Kann sein, dass hier auch drei andere Leute noch sind. Also es ist alles möglich. Noch habe ich niemanden entdeckt. Wir spielen natürlich Titans, wie sich das gehört. Nicht das normale PA. Und ja, ich versuche wie immer so lange wie möglich irgendwie zu überleben. Es ist so ein bisschen wieder mal die Taktik. So. Bisher ist hier noch keiner, das ist schön. Das macht mich ein bisschen froh. Kann ich mich hier erstmal zumindest ein bisschen in Ruhe aufbauen. Schick hier meine kleinen Jungens mal los, damit die so ein bisschen scouten. Hat das jetzt den ganzen Planeten umfasst? Ja, ich hoffe doch. So. Genau, dann wollen wir mal schauen, wie weit ich hier komme. Kann gut sein, dass ich nicht besonders weit komme, aber das stört mich ja, wie ihr wisst, nicht so sehr. Game paused. Wir haben wieder ein kleines Pausenproblem hier. So. Das läuft hier schon ganz gut. Jetzt ist Energie noch ein größeres Problem als Metall. Noch ist hier immer noch niemand. Das heißt, ich kann mich vergleichsweise schnell ausbreiten. Wenn der Commander hier mal mit Energie fertig wird. Ich kann ihn ja mal unterstützen. Dann geht es ein bisschen schneller. Hier nochmal mehr Energie bauen. So, die beiden Jungs können hier schon mal weiterlaufen. So. Jim ist weg. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat er einfach Verbindungsprobleme, wie ich das vorher auch schon gesagt habe, dass das nicht unrealistisch wäre. So wie, so lange wie er da teilweise sozusagen überlegt hat, in Anführungsstrichen. Ist das natürlich möglich, dass das ein Problem... Hallo. Wollt ihr den Commander mal irgendwie hier euch sich bewegen lassen? So, dann sieht das nämlich ressourcentechnisch auch schon ganz gut aus. Der kann ja hier noch weitermachen mit dem Bau von Kram. So, und ihr macht den Rest des Planeten, würde ich sagen. So. Ach was, ich mache das mit Flugzeugen, dann geht das alles noch schneller. Continuous Build Enabled. So, die Flugzeuge mal fertig, dass hier drei, vier fertig sind. So, sieht, also wenn hier jemand auf dem Planeten wäre, dann hätte ich es schon entdeckt, denke ich mal. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, hier ist keiner als Prämisse. Jim has disconnected. Das ist ja nicht so schön für ihn. Und genau, ihr baut jetzt hier erstmal Energie. So, ein bisschen Metallspeicher, ein bisschen Energiespeicher. So. Sieht gut aus. Ihr hört dann mal auf, Techniker zu bauen. Baut mal auch Armee weiter. Ihr helft mir hier bei der Energie mit.
So, Metall füllt sich langsam. Da kriegen wir auch ordentlich was dazu. Das ist schön. Ihr seid hier demnächst fertig, ja? Das heißt, ihr könntet ja hier mal einen Tech 2 Dingens bauen. Oder 4 vielleicht. Na doch, fangt mal da an. Macht mal, kümmert euch mal darum. Ihr macht Energie. Ihr helft hier mit. So, Orbitalkram wird auch gebaut. Der baut hier schön Metall. Gucken wir mal ins All. Wir haben vier Planeten, die exakt an den vier Seiten, Ost, West, Nord, Süd sozusagen, auf der Ekliptik liegen. Das ist ja ein anderer Lavaplanet. Das ist mein Lavaplanet. Da haben wir noch zwei gegensätzliche Eisplaneten. Noch hat sich hier niemand so offensichtlich vorgetan. Das ist natürlich schön. Gut für mich. Kann ich vielleicht noch ein bisschen brillieren. Ihr sammelt euch mal hier, das ist dann nicht ganz so nah an dem, an den Fabriken. So, du baust mal noch ein bisschen mehr Produktionskram, damit wir hier mal ordentliche Armee aufbauen. Advanced Factory. So, machen wir mal mit den Ressourcen, die wir da im Lager haben, eine schöne Production auf hier, dass wir Tech 2 kriegen. Schnell. So, er baut dann hier mal Energie. Dann haben wir nämlich die fucking Energieprobleme nicht mehr. Die nerven nämlich ein bisschen. Du baust mal Orbitaltechniker. Unterstützt natürlich. So, dann haben wir nämlich auch Energie. Dann können wir jetzt nochmal gucken, ob wir orbital irgendwas sehen. Immer noch nicht. Okay. Interessant, dass da so wenig passiert. Haben sie keine Lust oder was? Wenn sie nicht wollen, dann haben sie schon, sage ich immer. So. Das mit der Energie haben wir dann auch langsam. Dann können wir hier mal ein bisschen Metall auch noch machen. Bisschen in Metall machen. So. Ach nee, dann kann der hier. So. Und ihr geht dann weiter hier rüber und baut die ganzen Metallspots hier in der Mitte aus. Dann wird das nämlich auch gleich deutlich schöner. Läuft. Läuft, die läuft. So, dann Orbitalproduktion. Dann geht das alles auch deutlich schneller. Du hast jetzt ja hier Zeit. Du kannst noch ein bisschen Speicher bauen. Dann haben wir mehr Ressourcen. Und ihr seid mal so lieb und baut. Ach, scheiß drauf. Baut den ganzen Planeten mit Stufe 2 Metall voll. Das finde ich gut. So, ihr baut einfach Jäger. Enemy detected. Wo? Ach da, auf dem anderen Planeten. Okay. Gut, dann machen wir mal direkt weiter mit Produktion. Hier gar nicht erst irgendwie eine Pause machen dabei. So. So, und ihr könntet ja jetzt noch hier eine Tech 2 Fabrik hinbauen. Die sind da oben auf dem Weg, bauen da schön. Du baust hier noch eine Tech 2 Fabrik, dann bauen wir uns eine schöne Tech 2 Armee. Du baust mal Abwehr.
Atomraketenabwehr. Anti-Nukes. So, der Commander bleibt jetzt auch mal eher hier so in der Mitte. Der muss jetzt hier nicht mehr mit rumlaufen und da bei jedem Scheiß dabei sein. So, dann haben wir hier ordentlich Zeug am Start. So, dann Gasplaneten gibt es ja nicht, also brauchen wir nicht sozusagen uns mit sowas auseinandersetzen. Machen wir mal Ankorabwehr. Sollen sie mal bauen, dann ist der Planet ein bisschen gesichert. So, mit den nächsten, du unterstützt mal hier den Flugzeugbau kurz bitte. Du kannst ja hier noch ein bisschen mehr Energie bauen. Das kann nicht schaden. So, ihr unterstützt den hier. Bei der Atomraketenabwehr. Und ihr baut hier schon mal Army auf. Die kommt hier hin. Und ihr das gleiche da. Die bauen bitte noch ein paar mehr davon. So, wir können ja mal hier ein erstes kleines Attackchen machen. Ja, aber ist auch der einzige, der hier momentan im Orbit so richtig ist. Ich verstehe. So, Energie wird auch besser. Da muss ich mir jetzt auch nicht so Riesensorgen machen. So, und dann muss ich jetzt hier langsam mal ein bisschen mich um Attacke kümmern, ne? Das wäre sinnvoll, glaube ich. Da noch ein bisschen Energie hin. So, ihr sammelt euch mal bitte auch hier so mit den Vögeln, Avengers oder Avengers oder whatever, whatevers. Man weiß es nicht. So, Flugzeuge habe ich jetzt hier auch, aber langsam mal ordentlich. So, du baust mir jetzt, mein Freund. Fangen wir mal an hier mit langfristigen Strategien. Das geht nicht. Da ist schon was in Planung oder was? Ach ja, die Energieversorgung. Aber hier ist noch Platz. So, bauen wir mal 8 davon. Das können wir dann noch unterstützen. Zum Beispiel mit denen. Anti-Nuke ist fertig. Unterstützt das mal noch, damit wir hier mal ein bisschen tatsächlich Unterstützung haben. So, dann geht's ein bisschen schneller. Ordentlich Ankors. Das mit den... Achso, mit den Flugzeugen, das dauert alles sehr, sehr lange. Das hätte ich mir auch denken können. Könnt ihr hier nochmal in den Fabriken ein bisschen zusätzliche Techniker bauen. Ihr baut hier noch was. Ach, da habe ich auch noch nichts. So. Dann haben wir hier nämlich schon mal eine ganz schöne Armee. So, dann ist jetzt gleich nur noch die Energie so ein bisschen problematisch, aber die wird ja auch besser. Hier hinten baue ich ja schon ohne Ende. So. Einfach nochmal ein paar. So. Hier noch ein paar Flugzeuge. Okay, cool. Das heißt, Shizumo ist noch am Start. Das heißt, ich brauche mich hier gar nicht mehr so groß kümmern. Sind die dann vielleicht beide da auf dem Planeten? Könnte man glatt mal gucken, ob wir mal Expeditionen machen zu den Eisplaneten. Wenn da keiner ist, dann wäre das ja nice. Nicer, icer, Planeta. So. Okay. Die sind gleich fertig hier. Machen wir mal den Klassiker hier einfach. So ein paar Slammer. Schlemmer. Bauen. So, ihr vier könnt ja mal hier rüberfliegen.
Und dann bauen wir mal ein Tor und schauen mal durch, was da so los ist. Können wir mal hier ein Tor bauen. Was ist hier? Ah. Die werden abgeschossen direkt, ne? Okay, da hat aber einer eine Menge Umbrellas am Boden stehen. Das ist ja unschön. So, dann machen wir mal Flugzeuge. Okay, es stockt gerade ein wenig. Die Frage ist, warum? Nun, jetzt geht es weiter. Es ist tatsächlich ein komischer Leck. Ich würde sagen, wir machen ein Päuschen und in der nächsten Folge sehen wir mal, ob es hier überhaupt noch weitergeht, weil es leckt ja gerade so ein bisschen. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich, dann tut es mir leid. Wenn es noch weitergeht, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann!